Und willkommen, liebe Freunde. Und wir starten bei einem 2-2-2-Team-Rennen. Und zwar werde ich das leider nicht selber fahren. Und diese 1000 Startgebühr, da verzichte ich mal drauf. Denn diese beiden werden. Oh, der war kaputt. Werden jetzt mal fahren. Auch wenn ich sage, wir haben keine Chance. Hauptsache, sie lernen ein bisschen. Na wohl, könnten wir schaffen. Aber ich bezweifle es. Aber wie sagt man so schön? Alle. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder ist menschlich und jeder muss lernen. So, wir sind in den Campbell Hills bei Biggie. Okay, nicht die Brücke angucken. Dann kriegt man schon. Ja. Und ja, wir starten mal wieder. Super. Und schön erstmal Dauerfeuer. Ich führe. Ja. Bin jetzt auf 5. Oh, Ember geht schon gleich. Uiuiui. Hoch auf Platz 4. Die Typen sind gefährlich. So, wir machen. Cool. Ember machen. Kein Problem. Ich habe Ärger. Ja, das sieht man. So, wir lassen ein bisschen auf. Bin auf 3 aufgerückt. Ja, gib hoch, Vollgas. Gib Gas, gib Gas. Zurück auf den 4. Das könnten wir schaffen. Aber sie muss da halt ein bisschen. Ich lass mal ausrollen. Die Typen sind gefährlich. Neue Runde. Runde absolviert. Warte mal, ich probier mal was. Ich werde nur cruisen. Halt die mal ein bisschen auf, Kumpel. Vielleicht bauen sie ja mal einen Fehler da hinten. Vollgas! So, jetzt müssen wir ein bisschen. Ich habe aufpassen. Ärger. Ja, sie hält. Sehr schön. Bin auf 3 aufgerückt. Cool. Der Typ ist einfach überall. Komm, komm. Die Typen sind gefährlich. So, und das Kein ist. Kein Problem. Danke. Was nennt man Teamarbeit? Den da vorne mal rumschleichen lassen. Ey. Neue Runde. Vito. Runde absolviert. Halt mal ein bisschen. Ich werde nur cruisen. So, Vollgas. Kate könnte einen Fehler bauen. Kate könnte einen Fehler bauen. Schmeiß das Auto weg. Schmeiß. Der Typ ist einfach geh vorbei, überall. Geh vorbei. Oh, Mädchen. Ich habe Ärger. Ich lass mal ausrollen. Komm, Kate muss ihr Auto wegschmeißen. Vollgas! Kein Problem. Kate hat das Auto weggeschmissen. Cool. Ja, gib Gas, Vito. Vito, bin gib jetzt Gas. Zweite. So. Ab geht die Post. Das nennt man hey, doch mal. Hör auf zu ranteln! Ja. Das nennt man Teamarbeit. So, Vito haut ab. Cool. Halte Position. So. Vollgas! Neue Runde. Ja, mein Golf sieht auch ganz schön zerdeppert aus. Runde absolviert. Die muss ein bisschen. Kein Problem. Und, oh, da hat es gerade auch jemanden erwischt. Sehe ich gerade. Wir blättern mal nach hinten. Super, oh, gleich wieder ein Fehler. Und ich habe gar nicht mal gedacht, dass das so gut läuft. So, Emma. Vollgas! Emma, gib mal ein bisschen Gas. Warum müssen wir denn eigentlich immer selber fahren? Hab ich nicht nötig. Auch wenn sie jetzt mir ein bisschen die Autos demolieren. Ich lass mal ausrollen. Eieieiei. Neue Runde. Mito, lass mal einfach fahren. Ja, und das ist schon mal. Runde absolviert. Danke, lass du mir auch mal ausreden.
Kein Problem. Bloß keinen Fehler bauen. In der letzten Runde. Aber von hinten kommt wer. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Schmeiß ja das Auto nicht weg. Vollgas! Gib doch mal Gas, Mädchen. Nur nicht zimperlich mit dem Golf umgehen. Kein Problem. Bisschen rausnehmen. Alter. Vollgas! Vollgas. Okay, wir sehen uns. Bin über die Linie! Und hey, sie haben gewonnen. Denn hier zählt das erste Team, was drüber kommt. Yes. Oh Leute, ihr seid so cool. Also man muss sagen, hey. Ja. So, wie sieht er denn aus? Du bist ein harter Brocken, Senior. Ja. Dann zeig uns mal, was du auf dem Kasten hast. Oh, danke. So, ein bisschen reparieren. Wir können da zwar noch ein bisschen was rausholen, aber wir gehen erstmal zur Werkstatt. Denn der Golf hat auch ein bisschen gelitten. Ein bisschen gelitten ist gut. Ein paar Dellen drin. So. Wir haben wieder... Was machen wir denn? Ist immer noch nicht frei, dass ich was... immer das, was ich haben will, ist nicht frei. Ja, eine schwarze Motor... Ach nee, das ist zu teuer. Wir machen erstmal ein bisschen Upgrade. Das braucht der Golf ein bisschen. Weil dann kann Ember auch mit der Karre ein bisschen besser umgehen. Na, wir legen ihn nicht komplett tief. Weil komplett tief heißt ab in die Bande und auf. Ist auch bessere Bremsen. Bessere Reifen. Muss das Auto schon haben, sonst. No. 224. Kriegen wir 24 PS weg. Nee. Deswegen werden wir mal den Golf schön hochtunen. Wie gesagt, manche Fahrzeuge brauchen das gewisse Etwas. Okay, hier könnten wir Reifen und das Ganze verbessern. Weil das wird den noch ein bisschen mehr Aufschub geben. Das heißt, sie haben das Auto besser unter Kontrolle. Dafür schmeiße ich mal das Geld raus. Wenn es schon da ist. Weil ich sage mal so, nur ein gutes getunes Auto hat auch Vorteile. Oh ne, 3000. Ne, das machen wir später. Na, ignorieren. Und ich muss kurz mal auf die Uhr gucken. Und au, es sind schon wieder fast 10 Minuten rum. Aber wir gucken noch, was haben wir. Wir haben schon wieder angegeben. Na. Wie gesagt, ich muss erstmal. Oh. Nitro. Das ist sehr schön. Aber da, ne, da werden wir nicht mitfahren, weil 20.000 Dollar Startgebühr. Ihr habt wohl einen Vogel, Leute. Aber wie gesagt, das wieder in der nächsten Folge bei Choose It. Und dann werden wir uns mal, hoffen wir, dass wir uns ein bisschen Nitro-Prototyp gewinnen können. Vor allem diese Dinger sind wirklich gut. Weil dann hat man nämlich etwas mehr. Ein Doppelrohr.
Ui. Da kann man nämlich aus seinen Fahrzeugen nämlich ordentlich was rausholen. Oh, hier schon wieder ein 2-2-2-Event. Ja, das könnte ich eigentlich die beiden mal fahren lassen, ne? Oh, ein 3 gegen 3. Ja, das ist jetzt auch möglich. Auch von A nach B. Aber das werden wir bei dem nächsten Mal sehen. Bis dahin, euer Blacky. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bei Choose It.